92. Ich hab nicht gedacht, dass die Geschichte mich einholt. Habt ihr es verstanden? Ja. Da stehe ich nun vor Ihnen und der Zauberlehrling von Goethe hat uns im Griff. Kennst du den Zauberlehrling? Ja. Besen, Besen seid gewesen, ist der Schluss von dem Geschichte, von dem Gedicht. Die Einigkeit in der Regierung ist perfekt. Mit uns hat es allerdings nichts zu tun. Unsere Kritik und Unzufriedenheit ist nicht gefragt. Darauf wird gepfiffen. Asylanten, ich habe von der Regierung gehört, dass es denen bei uns am besten geht, dass sie sehr froh sind, in diesem Land zu sein und dass sie auch sehr viel Geld bekommen, wo sie das sonst nirgendwo bekommen würden. Naja, wer es glaubt, wird selig. Asylanten, die integriert sind, Deutsch können, berufliche Ausbildung haben, werden abgeschoben, im Gesetz so verankert. Kindergarten zu teuer für 3000 Kinder. Jedes fünfte Kind ist betroffen. Zusammenlegung der Krankenversicherung. Oh, jetzt hören wir wieder. Ja, gut, vielleicht. Ja, ja. Zusammenlegung der Krankenversicherung wird, wenn sie so bleibt, eine Katastrophe für die Patienten. 12 Stunden Arbeitstag. Die Unternehmer freuen sich. Militär, Wehrsprecher, FPÖ. Ihr müsst kämpfen, ganz Europa wird von den Muslimen besetzt und die vertreiben uns. Bestellung vom Verwaltungsrichter. FPÖ, Rotlichtschlägereien, na gut. Ja. Brücken bauen, Merle Show von der ÖVP. Außenministerin, Zitat, Sprachförderung, allen Bekundungen zum Trotz müssen gekürzt werden. Bildung immer noch keine klaren Resultate. Schulreform zurück, erinnert mich ein bisschen an meine Anfänge 1933. Und wo bleibt die junge Generation? Ihr müsst in die junge ÖVP einsteigen. Dann macht ihr Karriere. Pressefreiheit, wer braucht denn die? Kritische Meinungen? Ja, wozu denn? Halten die uns wirklich für so blöd? Ja! Und zum Schluss
ohne soziale Wirtschaft kommen wir in diesem Land nicht weiter und werden wir kaputt, das sage ich euch.